Hallo an alle. Heute ist der zweite Tag meiner Kolawada-Kurung. Ich bin jetzt bei meiner Schwester und wir machen zusammen Abendessen. Die hat auch angefangen mit der Kolawada-Kurung, hat auch ihren zweiten Tag. Aber bevor wir zeigen, was wir zum Abendessen haben, beziehungsweise die Larissa was Leckeres gemacht hat, möchte ich was loswerden. Ich muss sagen, dass diese zwei Tage mir etwas komisch geht. Gestern hatte ich Kopfschmerzen und war etwas langsam. Heute auch langsam, keine Kopfschmerzen, aber irgendwie schläfrig, musste mich sogar auch hinlegen. Und dann habe ich noch gesehen, wie alle Eis essen, weil es ist draußen so sonnig ist und so schön. Und Kaffee. Ich vermisse meinen Kaffee früh. Ich trinke nie viel Kaffee, aber früh brauche ich schon meine große Tasse. Und da kam der Gedanke, ach Jana, hör auf, damit, wieso tust du dir das an? Und dann, da ich weiß, was ist in meinem Körper jetzt passiert, welche Vorgänge in meinem Körper jetzt stattfinden, höre ich jetzt nicht mehr auf. Also, es gab Kolawadas, also es gab eine Kur, die ich wirklich dann vermasselt habe und aufgehört habe. Jetzt nicht mehr. Und dann möchte ich einfach eine Botschaft an andere auch schicken, die die Kolawada-Kur nicht durchziehen können. Und das ist nur der zweite Tag, weil es kommt noch die zweite Phase, wo man überhaupt nichts essen darf. Jetzt hat meine Freundin gerade diese Phase und hat mich gefragt, Jana, kann man überhaupt gar nichts essen? Ich sagte, nein, darf man nichts essen. Auch keine Wassermelone. Ich sagte, nein, auch keine Wassermelone. Dann sagte ich, es ist so langweilig ohne Essen. Das ist wirklich so. In der zweiten Phase ist es nicht so, dass man Hunger hat, sondern es ist langweilig, weil man nichts kaut, weil man nicht am Tisch mit anderen sitzen kann, weil man früh seinen Kaffee vermisst, weil alle jetzt Eis essen und du nicht essen kannst. Bitte, ziehen Sie diese zwei Wochen durch. Ihr Körper wird Ihnen dafür danken. Damit Sie ein bisschen auch bewusst an die Sache rangehen, wollte ich erklären, was im Körper passiert bei der Ergiftung. Also normalerweise, idealerweise sieht es so aus, der Mensch nimmt vitalstoffreiche Nahrung, die Nährstoffe werden dann vom Körper verstoffwechselt, in die Zelle gegeben und da gebraucht wird, die jetzt gerade zu gebrauchen sind und die Reste werden aus dem Körper ausgeschieden. Das ist idealerweise. Aber da wir heutzutage unsere moderne Ernährung ganz anders aussieht und wir sehr viel Lebensmittel zu sich nehmen, die eigentlich gar nicht vitalstoffreich sind, zum Beispiel Weißmehl, allgemein stark verarbeitet, industriell verarbeitete Lebensmittel. Und der Körper sieht schon was Nützliches draus. Verwendet das für den Körper, vielleicht auch mangelt es ihm auch an Vitalstoffen, aber das Wichtigste ist, ein großer Nachteil von dieser Nahrung, dass der Körper sich nur damit beschäftigt, um diese großen Mengen an unnützlichen Sachen zu verstoffwechseln und dabei bleibt es noch viel Rest, also Schlacken, Giften, Stoffwechselprodukte im Körper einfach liegen. Wieso? Weil der Körper, die Organe nicht schaffen, das alles aus dem Körper auszuscheiden. Dann muss der Körper das irgendwo zwischenzeitlich ablagern. Der denkt, ach okay, das lagere ich jetzt hier ab und dann komme ich später dazu und werde das einfach aus dem Körper ausscheiden. Nein, leider kommt er nicht dazu. Dann sammelt es sich immer an, zum Beispiel in die Gewebe wird. Werden die Schlacken transportiert und dort abgelagert. Dann kommt es zu unserem Zellulitis, das die Frauen so hassen wie Pest. Oder hier, ja. Oder Gelenkschmerzen, das sind auch die Salze, die in Knochen abgelegt werden. Weil der Körper einfach keine Zeit hat, das alles abzubauen. Und bei der Ergiftung, es ist gerade auch, findet es statt. Der Körper ist jetzt ohne Essen oder mit wenig Essen entlastet. Der beschäftigt sich endlich mit Schlacken,
der greift einfach an die Ablagerungen, die im Körper sind, und versucht das wegzuschaffen, indem er das verstoffwechselt und aus dem Körper ausscheidet. Wenn Sie während der Kur Kopfschmerzen bekommen, wenn Sie irgendwelche Pickel bekommen, wenn Sie Juckreiz bekommen, wenn es aus der Nase läuft, wenn es Husten kommt, ja, dann einfach bitte keine Angst haben. Es heißt, das Produkt funktioniert, also Colavada funktioniert, und Ihr Körper arbeitet und dass Sie immer noch ein gutes Immunsystem haben. Also dürfen Sie Ihrem Körper danken dafür. Und 2 Wochen, da kann man ja wirklich aushalten. Also die erste Phase ist 7 Tage und die zweite Phase ist es ein bisschen komplizierter, ungewöhnlich. Ja, wir sind nicht gewöhnt, nicht zu essen, aber die dritte Phase ist schon, Aufbauphase ist schon sehr, sehr angenehm. Aber nach 2 Wochen werden Sie merken, wie die Haut schöner geworden ist, wie die Augen strahlen. Ein paar Kilo sind weg und die Leichtigkeit im Körper. Deswegen lassen Sie Ihren Körper 2 Wochen lang arbeiten an dem, an den Schlacken, die im Körper schon lange Zeit verweilen und einfach ihre Gesundheit beeinträchtigen. Essen Sie weniger, essen Sie vitalstoffreiche Nahrung, geben Sie sich einfach Zeit. Es ist egal, wenn man langsamer wird. Wichtig ist, dass Sie danach, nach diesen 2 Wochen, wieder das Leben genießen können. Und ich kann das Ihnen wirklich versprechen, also aus meiner Erfahrung, dass es sich lohnt, diese 2 Wochen, diese Kur durchzuziehen. Oder eine andere. Es ist eigentlich egal, es gibt ja andere Möglichkeiten auch. In dem Sinne wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg, falls Sie mal eine Entgiftungskur machen möchten. Und bis zum nächsten Video. Und ich gehe jetzt was Leckeres essen.